Am Ende des Winters 2021, 2022 sind wir alle geimpft, genesen oder gestorben, sagte Spahn im November 2021. Und ich habe versucht, mich hier zu informieren auf dem Friedhof und entsprechend die Gräber zu finden, die das belegen könnten. Leider bin ich hier nicht fündig geworden oder zum Glück. Und wir haben heute den 30. Januar 2022. Es gibt hier keine Hinweise darauf, dass dieses Szenario eingetreten wäre. Ganz im Gegenteil wird die sogenannte Omikron-Variante, wie man sie nennt, als sehr mild verlaufen beschrieben. Also, eine andere Geschichte fällt mir ein. Omikron wäre so ansteckend oder sehr, sehr ansteckend, wie was man bisher, viel mehr als was man bisher gesehen hätte und gleichzeitig so tödlich wie Ebola. Also jeder, der sich anstecken würde, wäre zu 50% dem Tode geweiht. So ein gewisser Herr Montgomery. Das alles ist nicht eingetroffen und das wollte ich hier einmal feststellen, festhalten. Danke, bis dahin. Tschüss. Mein Name ist Jürgen Felger, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Wim.